Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Donnerstag, den 16.04.2020. Und unser DAX hat hier offenbar jetzt ein paar Weichen gestellt. Also nicht offenbar, unser DAX hat jetzt hier ein paar Weichen gestellt. Und es wird jetzt ein sehr interessanter Donnerstag werden. Denn das ist nicht ganz so ungefährlich, was er jetzt hier gemacht hat. Also dieses kleine harmlose Häschen, was wir gestern schon darauf hingedeutet haben, hat sich jetzt auch so entpuppt. Ganz ehrlich, ich hätte eher zum Donnerstag damit gerechnet. Hätte gedacht, macht vielleicht sogar nochmal ein neues Hoch und dann nochmal ein Abverkauf und dass das und so abgestraft wird. Aber der ist direkt schon rein schwach reingestartet und der hat eigentlich ab Kilter-Start, glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde lang nur rote Kerzen gedrückt. Immer. Also der hat sich jetzt so schwach gezeigt. Ne? Der ist ja eigentlich durch die ganzen Punkte dann auch einfach durchgefallen und immer weiter, keine Kraft reingekommen, keine langen grünen Kerzen reingekommen, nichts Grünes richtig, wo man mal sagt, na jetzt mal Wumms, immer mal so unten vom Tief, mal ein bisschen so zurückgezuckt, deutlicher auch zurückgezuckt. Da kam schon immer mal noch ein bisschen was rein, aber schwach, also pff, was soll man da sagen? Also das war keine Glanzleistung halt, ne? Was hat er hier performancemäßig? Fast über 4%, was der abgegeben hat. Das war keine Glanzleistung. Also grundsätzlich aber Keil aufgelöst, ne? Keile lösen immer dynamisch auf. Das heißt, das ist das, was wir gestern beschrieben haben. Hier hatte, gab es ein paar Verständnisprobleme. Es haben manche irgendwie einen anderen Keil verstanden, als ich den gesehen habe. Ich habe ihn mal hier den. Was habe ich hier? Nein, ich habe Ihnen das mal hier gezeichnet. Also um den Keil ging es hier, ne? Also es ist nicht um einen anderen Keil. Um den Keil ging es, der sollte auflösen und häufig ist halt Keilursprung dann immer erstmal das Ziel. Das heißt hier die 1,50, das wäre jetzt auch zum Donnerstag jetzt gegebenenfalls hier noch erreichbar. Vielleicht sogar ein bisschen tiefer. Lassen Sie den mal bis ja, 10.100 kann er kommen. 10.100 kann er kommen. Und dann muss ich zeigen, wie er damit umgeht halt, ne? Also erstmal bis zum Keilursprung. Das ist schnell gemacht. Da muss ich zeigen, wie er sich verhält. Ne? Kriegt er hier nochmal die Runde hoch, den Popo auch hoch? Wird es eine komische Geschichte, denn erinnern Sie sich, was wir gestern gesagt haben. Der DAX, der macht häufig so eine Sache, dass er dann vielleicht hier auf die 250, haben wir gesagt, ne, auf die 250 drauf stippt, dann trotzdem hinten raus wieder hochzieht, neue Hochs macht, ne, dass er einfach nur den Keil auflöst, dann ist der Keil vom Tisch, die ganzen Longs sind bereinigt und dann kann er wieder schön steigen. Aber so vom Gefühl. Ich weiß es nicht. Also ich persönlich bin nicht Short reingegangen. Ich dachte, der macht's noch nicht. Ich dachte, es kommt jetzt vom Donnerstag. Wir haben sogar im Premium-Dienst hier oben geschrieben, da ne? Könnte man Short reingehen unter, weiß gar nicht, wir haben irgendwo hier oben haben wir gesagt, da könnte man jetzt auch Short gehen mit Ziel auf 6,40 und auf 5,60. Nee, auf 5, doch, genau, auf 6,40 und auf 5,60. Und das ist persönlich aber auch nicht mal. Ich habe es auch nicht gemacht. Also, und so wie er gefallen ist, haben ganz, ganz viele hier nicht drin Short gestanden. Ne? Sie sind vielleicht zum Abend Short rein, bevor er dann so lang hochgezogen hat. Die sind dann da auch wieder rausgeflogen. Das heißt, der hat jetzt hier wieder so einen typischen Moment, wo er sich halt auch echt leicht wieder Raum verschaffen kann. Einfach weil nicht gerade so viele damit rechnen. Und nicht unbedingt alle hier jetzt schon die Motivation hatten, Short zu machen, auch wenn sie es vielleicht gesehen haben. Fakt ist aber, dass hier oben offenbar die Stimmung jetzt schon zu positiv war. Auch sogar ohne meine 11.500, was mich auch ein bisschen enttäuscht. Deswegen, ich würde noch gar nicht abschließen, dass er nicht vielleicht zum Donnerstag sogar eine komplette Umkehr reindrückt, aber abwarten. Also. Auf Sicht fahren, ne, wie die letzten Tage, das ist immer ganz hilfreich. Analyse ist erstmal das eine. Man muss trotzdem gucken, kommt die, reagiert die, läuft der Markt nach der Analyse, macht er das nicht und wenn nicht, dann echt ein bisschen aufpassen. Ne? Also wir haben jetzt Rücklaufbereiche, haben wir jetzt hier im Bereich um 4,30 rum, 4,30, 4,50 rum und oben um die 5,60, 5,70 rum. Das sind eigentlich die zwei markantesten Punkte. Das heißt, wenn wir zum Beispiel von der 1,50, 100 richtig scharf reagieren, können die erreicht werden, beide, und von dort. Dann gegebenenfalls erstmal Short-Aufbau. Wenn die aber beide überrannt werden, über 570, über 600, muss man eigentlich schon davon ausgehen, dass hier auch nochmal neue Hochs kommen, der das hier bloß ausgedübbelt hat und sich dann hier nochmal so zur Seite nach oben zieht halt. Ne? Mit immer noch dann Ziel auf 11.050 und später 11.500. Das heißt, ganz ausgeschlossen ist das noch nicht. Das kann man hier noch nicht ausschließen. Ich würde es ausschließen, sobald er hier noch drunter taucht, unter der 1,50 richtig wegrutscht, dann da auch aus dem Tag rausgeht, weil dann für mich hier unten einfach die Ziele aktiv wären. Das ist hier die 10,1. Ja, da muss er halt runter. 10,1,50, das ist hier noch guter Supportbereich.
weitestens sogar die 10-100 und alles, was tiefer geht, 9-900, das hat schon zu sehr Touch, dass wir hier ein Gap Close bekommen halt, ne? Dass wir an die 9-500 rankommen können. Das bleibt weiterhin attraktiv auf der Unterseite. Schauen wir mal, wie er reingekommen ist. 400 Punkte hat er jetzt an einem Tag geschafft. Volatilität hat wieder ein bisschen vom Ergebnis angezogen, von der Bewegung, von den Kerzen her war es eigentlich nicht so schlimm. Aber schon im Gegensatz zu den letzten Tagen 400 Punkte jetzt hier einfach mal durchzuziehen, das ist schon ein ordentliches Stückchen. Wenn er jetzt nochmal 400 oder 500 macht, steht er schon hier unten, ne? Also das muss einem bewusst sein, noch so ein Tag. Und in der Regel wird er nach unten eher schneller. Das kennen wir aus den letzten Wochen noch ganz gut. Wird er in der Regel nach unten immer schneller und dann ist es leicht erreichbar hier einfach. Punkt. Na, 9900, 9850, das wäre eine gute, interessante Zone, denn auch das haben wir die letzten Tage immer wieder gesagt, wenn der DAX hier runtergeht, also Gap Close direkt, muss er gar nicht zwingend machen, kann auch sein, dass er hier schon vorm Gap richtig nach oben anzieht, erstmal einen schönen Rücklauf reinbringt. So vom Eindruck her, den er im Chart jetzt hinterlassen hat, müsste man jetzt eigentlich erstmal versuchen, die nächsten Rückläufe zu shorten. Wir haben hier auf jeden Fall eine Trendbewegung gekippt, auch wenn von hier unten die Linien, wenn man sie zieht, er da eher dran ist und noch nicht durch ist. Trotzdem ist er gekippt, er hat eingedreht, hat deutlicher zurückgestrauchelt. Er hat auch mit einer Tagesbewegung jetzt die Tagesbewegung von 4, 5, 6 Tagen nach unten weg rasiert. Das haben wir schon ganz lange nicht mehr gesehen im DAX. Also das ist jetzt schon seit Mitte März her, dass unser DAX zwar mit einer Abwärtsbewegung mehrere Aufwärtstage verschluckt hat nach unten. Und das ist deswegen schon als eine gewisse Bewegungsumkehr zu werten, muss man schon so sagen, ne? Das heißt, heute haben ganz viele gefragt, setzt jetzt die große zweite Welle ein? Ja, sie kann durchaus jetzt einsetzen. Also das sind typische Starts für dann diese größeren Wellen, die eben lostreten können. Das muss nicht zwingend so sein, dass das tatsächlich die ist, aber es ist auf jeden Fall von der Qualifikation, vom Muster her, auch vom Anlaufen, vom Verlauf her, oben Trendschwäche reinbringen, abkippen, durchziehen. Passt. Ne? Also, es dürfte im DAX nicht schwer fallen, hier jetzt weiter runterzukommen. Und der so schwach, wie er sich gezeigt hat, da ist ja gar nichts reingekommen. Bin ich echt gespannt, wie der Donnerstag jetzt wird. Also, bin wirklich gespannt, weil, wenn das zum Donnerstag so geht, dass da nichts reinkommt, also dann kann der auch richtig nochmal Tempo aufnehmen halt. Ne? Und dann haben wir hier wieder so einen 600-Punkte-Tag stehen und dann stehen wir schon an einer 9500. Ne? Also, den Platz sollte man zum Donnerstag auf der anderen Seite wahrscheinlich schon einräumen. Oben, wie gesagt, die 430 und die 570 und achten Sie da drauf. Ne? Wenn die grünen Kerzen reinkommen, geben Sie dem Raum, dass er bis 430 zurück kann, 570 kann, dreht er dort wieder auf Rot, Short rein, mitgehen, sich darüber absichern. Denn ohne Stopp sollte man das nicht machen, weil wenn er sich durchzieht, wenn er durchrennt, dann geht er auch wieder höher hier. Ne? Dann geht er auch über das Hoch. Ne? Und da muss man nicht zu viel Leine geben, weil das wird er einem nicht danken, das wird er kaputt machen. Ja, gut. Deswegen, das sind meine oberen Marken. Ansonsten bin ich nach unten geöffnet. Schau mir ganz mit Spannung dann die 1,50 an. So vom Gefühl her würde ich fast denken, dass wir per Gap schon dort eröffnen. Der hat einfach zu viel. Das sind zu wenige drinne gewesen, zu wenige Short gewesen. Ja, das ist so auch im Tagesverlauf, was wir so beobachten konnten, waren mehr Longs gesucht. Na, und wir gucken mal. Wir gucken mal. Also, da ist Potenzial da, jetzt hier sich wieder ein bisschen nach unten zu stehlen. Wäre auch ganz gut. Kriegt man vielleicht mal ein Gap zu. Kann man mal hier mal ein bisschen wieder was nachkaufen in die ETF-Position und sowas. Ja, also tiefere Kurse haben ja auch ein gewisses Interesse. Man muss bloß aufpassen, ne? Haben wir das gestern gemacht mit diesem Crashverlauf? Ja, wir haben das gestern mit dem Crashverlauf gemacht, ne? Muss man schon aufpassen, dass er uns halt hier nicht jetzt richtig nochmal wegsäbelt und reinschwingt. Das glaube ich noch nicht. Dafür ist mir die Nachrichtenlage noch zu negativ. Da fehlt noch was. Deswegen, wir gucken mal, wann hier die ersten richtig kräftigen grünen Kerzen wieder reinkommen. Sollte gleich früh damit starten. Geben Sie dem Raum, geben Sie einen Platz bis 75. Den würde er sich nehmen. Sollte Sie da nicht überraschen. Nicht, dass Sie dann da schon bei 400 Haus und Hof verloren haben. Ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Tagesschart sieht bestimmt katastrophal aus. Ne? Also der sollte Richtung mittlerem Band jetzt eindrehen, deutlicher eindrehen. Gucken Sie mal, lange rote Kerze. Da ist ein Erreichen des mittleren Bandes. Wäre jetzt hier durchaus denkbar. Mehr brauchen wir dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Solange hier jetzt erstmal keine grüne Tageskerze wieder reinkommt, ist jetzt hier erstmal ein bisschen Gefahrenwarnung, denn wir sind ja übergeordnet im Bärenmarkt jetzt drin.
Sie drehen da jetzt nach einer Erholung mit einer scharfen Kerze ab. Die schärfste Kerze, die wir überhaupt seit unserem ganzen Anstieg sehen. Ne? Also so eine scharfe rote Kerze haben wir die ganzen letzten Wochen nicht gesehen. Da muss schon ein bisschen, da sollte Demut und Vorsicht jetzt großgeschrieben werden. Also das ist nicht undenkbar, dass wir nicht direkt zum Donnerstag hier unten jetzt aufschlagen. Den Platz müssen wir ihm geben. Wenn er sich schwach zeigt, geben Sie ihm den Raum, dass er sich entfalten kann. Na, also 9,67 hier jetzt nach der Kerze hinterher wäre kein Unding. Nicht in der aktuellen Marktlage, nicht nach der roten Kerze. Es ist denkbar. Trotzdem auf Sicht fahren, viel Spannung drin, viel Emotion auch momentan. Viele, die Long, Short und so weiter und so fort, große Ziele haben. Sowas ist häufiger eher Seitwärtstendenz, aber trotzdem primär das, was wir sehen. Das muss gehandelt werden. Na, die Erwartungen dann vielleicht auch zurückstellen, aber trotzdem vom Denken her nicht zu kleinteilig bleiben. Also ich wirklich, es würde mich nicht wundern, wenn wir hier jetzt zum Donnerstag hier unten stehen, 9,795, ja, und wenn grüne Kerzen kommen, geben sie dem Raum, und wenn die 5,70 überlaufen wird, dann geht er auch auf die 11.000. Also das ganz klar, ne? Das auch ganz, ganz klar und formuliert, das sind Rücklaufmarken, das sind Shortmarken, aber wenn die nicht halten, wenn die überlaufen wären, 11.050 dann das nächste Ziel. Und das holt er sich auch direkt. Da macht er dann keinen Zwischenschlag mehr dazwischen. Da zieht er direkt durch. Jetzt hat er Longs bereinigt, also wenn er jetzt nach oben überrascht, dann zieht er auch durch. Ne? Und dann kommt auch wieder kein Schwein rein und dann steht er plötzlich hier oben und da war wieder keiner mit Long drin, weil sich hier unten keiner getraut hat, alle Long rausgeflogen sind. Ne? Also geben Sie ihm Raum zum Donnerstag. Er hat sich jetzt hier was Schönes vorgelegt, oben wie unten. Der kann sich richtig austoben, mit den Bewegungen mitgehen, auf die Marken ein bisschen gucken. Tendenziell würde ich jetzt eher den Short favorisieren wollen. Aber wenn kräftige, dynamische grüne Kerzen reinkommen, sofort umschalten. Aha, und versuchen erstmal mit dem Markt zu handeln. So, mehr kann ich Ihnen ja gar nicht mitgeben. Können wir demzufolge das Video zumachen. Ich hoffe, es hilft Ihnen was, auch über den Tag dann. Und ja, was bleibt mir sonst zu sagen? Viel Erfolg! Wir hören uns morgen wieder. Ciao!